Yo, herzlich willkommen auf meinem Kanal, meine lieben Freunde. Unser heutiges Thema bezieht sich auf den Rapper Manuelsen sowie Kollega und auch den YouTuber Leon Lovelook. Dranbleiben, bis gleich. Nachdem es vor einigen Monaten zwischen den Rappern Animus und Manuelsen heftig gekracht hat, naja, man kann es eher einseitig sehen, Manuelsen hat einfach 3-4 Klatscher den Animus verpasst, dieser lag dann regungslos einfach auf dem Sofa liegen. Legenden zufolge liegt er bis heute immer noch auf dem Sofa. Man weiß es nicht, man müsste einen Spezialisten rüberschicken, der sich das Ganze vor Ort anschauen kann. Ich werde meinen Kameramann Ling Ling dahin schicken, da so oder so meine Kamera derzeit in der Reparatur ist, wäre das natürlich, da kann ich den Kleinen mal ein paar Urlaubstage geben, der kann sich das mal abchecken, da wie es dem Animus da immer noch geht. Ja, immer ein bisschen was zu essen bringen, vielleicht ein paar Piliminis oder sowas vorbeibringen. Ja, meine lieben Freunde, in dem Interview, wie gesagt, hat sich Manuelsen mit Leon Lovelock getroffen. Leon Lovelock ist ein Interviewer, YouTuber oder blablabla. Ich weiß nicht ganz genau, was er vorhat mit seiner YouTube-Karriere. Hin und wieder hat der YouTuber Leon Lovelock einige bekannte Rapper bei sich im Café, wie er so schön sagt. Und die Folgen nennen sich auch Komm ins Café, wir müssen reden. In den letzten Monaten ging es hauptsächlich um Verschwörungstheorien. Das hat den Leon Lovelock intensive Probleme gebracht, aber mittlerweile hat er es, glaube ich, eingesehen, dass er mit diesen ganzen Verschwörungen ein bisschen zurücktreten sollte. Ja, man darf natürlich nicht vergessen, Manuelsen und Kollega sind sehr lange im Musikgeschäft tätig, Freunde. Die sind die sogenannten OGs im Musik-Rap-Business, ja. Also Manuelsen ist locker 20 Jahre im Musikgeschäft, Kollega wahrscheinlich mittlerweile auch schon ziemlich lange. Also sind das auf jeden Fall zwei alte Hasen, die immer noch, man darf es nicht vergessen, sehr viele Generationen übersprungen haben und immer noch präsent sind, ja. Also das soll mal wirklich ein Mero oder Cero El Mero oder Ferro Ferrero oder, wie heißen die anderen nochmal? Mero, Ferro, Dero, Zero. Ich weiß es nicht genau. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine, meine lieben Freunde. Also die Rapper haben auf jeden Fall History und sollten natürlich auch respektiert werden, ja. Also, Manuelsen haut auf jeden Fall sehr viel Respekt raus. Er findet das echt krass, was Kollega in den letzten Jahren erreicht hat, was er mit eigenen Händen geschaffen hat und was er natürlich Gutes getan hat auf der Welt. In Albanien war er gewesen, Kosovo, ja, bei... Oh, Rudi! Rudi war Kosovo! Bei Rudi ist er gewesen und hat dem Rudi ein schönes Haus geschenkt und natürlich, nein, Spaß. Kollege hat auf jeden Fall einer armen Familie in Kosovo ein Haus geschenkt, gekauft. Ja. Er war mit dem Rapper Gent, also seinem Alpha-Jüngling, da gewesen und habe natürlich sehr viele gute Dinge da getan, ja. Okay, geht dahin, kauft einer Familie ein Haus. Als der Vater und die Mutter und die Kinder so vor Tränen am Weinen sind. Das Kollege da, unser Kollege, der nicht wusste, wie man Mike hält. Der wusste nicht, wie man Mike hält. Ich war an dem Auftritt live da. Ich stand daneben so. Der wusste nicht, wie der das Mike hält. Guck mal bitte, was für einen Weg dieser Junge gemacht hat. Mit was? Natürlich, seine Punchlines sind unfassbar. Der ist halt wirklich, der ist halt wirklich ein Brain. Das sag ich selbst. Ich bin ein großer Kollege-Fan. Ich auch. Sehr großer Kollege-Fan. Aber Mensch, Kollege. Menschlich habe ich jetzt noch nicht so viel mit ihm zu tun gehabt, aber also ich saß noch nie einen Abend mit ihm und habe mit ihm so gelabert. Es hört sich auf jeden Fall so an, als würden sich diese zwei Rapper ein wenig nähern, da sich so oder so beide in einer sogenannten Zwickmühle oder besser gesagt in einem Shitstorm befinden, ja. Yo, das war's mit unserer Folge Rap Talk, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Es gibt hier regelmäßige Rap News und Rap Talk Videos hin und wieder. Würde ich mich freuen, wenn ihr auch mal ein Like da lässt oder mal ein Abo da lässt. Das wäre natürlich auch super. Ich danke euch fürs Einschalten auf jeden Fall. Für jeden einzelnen Klick von euch danke ich euch. Ich küsse eure Augen und eure Augenlider. Ich danke euch fürs Einschalten. Peace and out!